Stadt-TV Brühl. Wir zeigen's Ihnen. Fantissima, kenne ich schon. Nicht aber die spektakuläre Multivisionswand. Die erzeugt Bilder, die sie von den Stühlen haut. Bei dieser Szene dachte ich allen Ernstes, dass die Bühne brennt. So realistisch ist die Darstellung. Fantissima ist in diesem Jahr was ganz Besonderes. Wir haben das komplette Bühnenbild umgebaut und haben eine riesige LCD-Wand. Dadurch wirkt Fantissima noch größer, als es bisher gewesen ist. Es ist wesentlich spektakulärer, die Nummern kommen noch größer raus und man kann es gar nicht beschreiben, man muss es gesehen haben. Und die Leute, die hier gewesen sind, sind einfach nur absolut begeistert von dieser Technik im Einklang mit den Nummern, mit den Tänzen, mit den Sängern. Dieses Komplettprogramm ist einfach phänomenal. Natürlich ist Patrick Lemoine auch wieder dabei. Patrick, die wievielte Fantissima-Saison ist das für Sie? 243. Wir zeigen Ihnen jetzt Ausschnitte aus Fantissima, um Ihre Neugierde zu wecken. Selbstverständlich wird Ihr Gaumen auch wieder in mehreren Gängen verwöhnt. Das kein Appetitanreger ist. Das Flambierte gab's direkt danach. War gut, hat schön langsam begonnen und dann kam irgendwann die richtige Stimmung mit Action und Power und dann wurde man richtig wach und das war richtig toll. Also. Yeah.
Das Stichwort. Es gibt ja auch Gäste, die irgendwelche Allergien haben oder Vegetarier sind. Gibt es da die Möglichkeit, am Menü etwas zu ändern? Ja, wir haben viele Möglichkeiten, dass wir auf einzelne Wünsche von unseren Gästen eingehen können. Das kann die Laktoseintoleranz sein, Nussallergie, Vegetarier selbstverständlich. Da haben wir ein ganz spezielles, sehr leckeres vegetarisches Menü. Einfach bei der Bestellung dann angeben, was für spezielle Wünsche man hat. Und die Kollegen können da sehr gut weiterhelfen. Wenn beide Hände wieder das Gleiche zur gleichen Zeit tun, sieht das so aus. Und das nenne ich verdammt schwer. Oh mein Gott! Ach ja, scheiße, ist der Reihe. Ja. Herr Aufstieger, Mama. Gratuliere, tolle Show. Dankeschön. Und ist immer wieder eine neue Herausforderung? Ist jeden Abend eine neue Herausforderung. Ist ja immer ein anderes Publikum und so. Man muss immer gucken, wie man sie bekommt. Und so ist ja nicht immer das gleiche Publikum. Also darum ist es immer eine Herausforderung. Und da ich nicht so gut jongliere, ist das auch eine Herausforderung, dass ich die Bälle nicht fallen lasse. Schauen Sie sich an. Heute. Hat mir sehr gut gefallen. Das erste Mal hier? Nee, das fünfte Mal, jetzt in Folge. Ja, wir kommen jedes Jahr einmal wieder mit unseren Freunden und uns gefällt es immer hier wunderbar. Und dieses Jahr war besonders schön, weil wir ein ganz neues Programm. Heute Abend hier gefallen. Super, ich bin nicht zum ersten Mal hier, ich glaube zum fünften Mal hier und jetzt das neue Arrangement und die neue Show hat mir sehr gut gefallen, doch, ja. Was halten Sie vom Ballett? Ja, es war diesmal, möchte ich sagen, mehr Show- und Tanzeinlagen als sonst die Shows und das hat mir sehr gut gefallen.